TV-Freaks, also liebe Fans von Espresso TV und Interessierte an der Kaffeeszene. Ich habe jetzt im Juni und im Juli drei geile Events. Events Nummer 1 ist am 28. Juni mit dem Daniele Bärenbruch. Das ist ja Chef von Rocket Espresso. Und direkt vorher, vom 23. bis 25. Juni, ist ja die World of Coffee in Milano. Und von dort bringt er praktisch die ganzen Neuheiten von Rocket und von Stone mit zu mir ins Studio für alle die, die keine Zeit haben, nach Milano zu fahren oder keine Lust haben, bei der Affenhitze mit Maske rumzurennen in der Halle, weil da ist noch Maskenpflicht, die wird erst nach dem Event aufgehoben. Der kann sich die Sachen von Rocket Espresso, die Neuheiten, auch hier anschauen. Die wird der Daniele präsentieren. Und dann habt ihr natürlich auch Zeit für ein persönliches Gespräch mit dem Daniele. Das Ganze fängt an um 9.30 Uhr und hört auf um 14 Uhr. Kleines Mittagessen ist natürlich auch dabei. Das machen wir dann hier. Das macht dann ein Koch aus Sardinia. Der bereitet dann so kleine Antipastis vor. Der Sasa, mit dem habe ich das schon besprochen. Und dann können wir das nämlich hier machen, weil der Daniele fährt dann um 14 Uhr wieder zurück nach Milano. Deswegen wollen wir das nicht unnötig in die Länge ziehen und machen dann Mittagessen hier. Und das alles zum Preis von 150 Euro. Da ist dann Material, Transportkosten etc. alles mit drin. Und ich werde das aber auf 10 Personen limitieren pro Event, weil das Studio hier ist nicht riesig. Okay, ist trotzdem fast 100 Quadratmeter, aber wenn da zu viele Leute sind, dann versteht man sein eigenes Wort nicht mehr. Deshalb nutzt die Gelegenheit. Ich finde, 150 Euro ist nicht zu viel und dann hat jeder seinen Spaß und kann auch mal so den Hersteller selber kennenlernen und sein Feedback geben und an den Maschinen arbeiten. Das gehört natürlich auch dazu. Also dann können wir gucken, wie macht man Espresso, wie macht man Cappuccino etc. Und eine Woche später, vom 6. und 7. Juli, das sind zwei Tage, kommt dann der Leandro Fedele und Giulio Fontanesi, die zwei Chaoten aus Pescara. Und Leandro ist ja ein super Barista-Meister und dann geht es wirklich um die Turbo-Skills. Wie mache ich dann ein Herz, wie mache ich so ein Blatt, wie mache ich keine Ahnung, welche Figur auch immer, Löwe, Leuchtturm oder ja, da sind dann der Kreativität keine Grenzen gesetzt oder Mickey Maus. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen und da arbeiten wir dann an den Maschinen von Rocket, okay? Praktisch an den Neuheiten, die dann vorgestellt werden zur World of Coffee. Und dann kann auch jeder praktisch seinen Kommentar abgeben und da gehen wir dann wahrscheinlich, wenn das Wetter passt, zum Mittagessen in einen Segelclub nach Lindau und nehmen da kleine Antipasto-Mahlzeit ein oder machen es hier, das ist dann entsprechend nach dem Wetter und das wird bestimmt hammergeil. Und lass ruhig das Telefon bimmeln, das passt. Wie gesagt, 6. 7. Juli ist es, zwei Tage und auch begrenzt auf jeweils 10 Leute und da werden wir hier unser Riesen-Gaudi haben, das kann ich versprechen. Auch 150 Öcken pro Nase und ich setze dann den Link zur Anmeldung unten rein. Könnt ihr entweder dann per PayPal zahlen oder direkt vor Ort, wenn ihr ankommt, wie auch immer. Machen wir alles locker. Okay, in jedem Fall freue ich mich auf euch. Also, ciao.